Hallo und herzlich willkommen hier bei LS 2013, eine weitere Mod-Vorstellung. Ja, hier dieser schöne kleine Multicar. IFA Multiloader. Ja, klein aber fein, sagt man so schön, ne? Ja, ziemlich schlicht gehalten von der Textur her, von der Ausführung natürlich auch. Sind auch so kleine Fahrzeuge. Hier eine Batterie an der Seite dran. Innen auch ziemlich schlicht, gerade dass man weiß, wie schnell man fährt. Gaspedal, Bremse, Kupplung und dann Schalthebel, mehr braucht man hier nicht. Ja, das ist ein Back bestehend aus den Kart, hier eine kleine Sämaschine, ein Mähwerk, eine Beingabel, ein Gruber sollte das sein, den kann man hier rumschubsen. Den habe ich schon quer durch den ganzen Hof geschubst, hier ist er auch, und so. Und noch eine Palettengabel. Das kann man hier alles dranhängen, hier vorne fehlt aber der Oberlenker, oder kommt der später nach? Testen wir mal. Beginnen wir mit den einfachsten Sachen, Palettengabel. Rundumleuchte, ja, funktioniert. Licht habe ich gar nicht eingeschaltet, oder? Jetzt ist Licht an. Licht aus. Der Blinker verbaut? Nee. Naja, Bremslicht hat. So, jetzt versuchen wir den mal anhängen. Wohin mit des Weges? Oh, am Hebel. Okay, er hat keinen Oberlenker, der wird nicht angezeigt, aber es scheint zu funktionieren. Was hat denn Gruber? Der Gruber hat den Zuckungen. Der mag nicht. So, mit G kann man irgendwas anschalten. Was? Was kann man anschalten mit B? Ah, hier unten. Ah, so, okay. Die Aufnahme für den Behälter hier hinten. Wie nennt man das? Das. Fällt mir gerade nicht ein. Oder ist irgendwie, wie man sieht, Osterei-förmig, nicht rund. Na egal. So, dann G und hier kann man senken und heben. Ganz runter geht es leider auch nicht. Ist halt etwas schwierig dann zu arbeiten damit. Tja, so sollte es sein. Denke mal, ja. Die Beingabe brauchen wir da gar nicht testen, oder? Ja, dumm ist ja mal dazu, ne? Vielleicht ist die anders, man weiß ja nie. Jetzt wird ja gleich der Gruber hier wieder rumfliegen. Keine Ahnung, was der hat irgendwie Zuckungen oder sowas. Ah, okay, die geht schon mal höher, das ist schon mal der Vorteil, ne? Dann auch wieder ohne Oberlenker. Und bei Runterton, ja, geht's ja auch nicht weit runter. Also schon ein bisschen, ja, blöd. So, was nehmen wir als nächstes für ein Gerät, ne? Sehen, Grubern oder... ich denke mal, wir geben mal Gras mit. Ja, der Hund macht ein Geräusch hier. So, hängen wir mal das Mähwerk hier an. Quee. Ach du. So, dann Mähwerk aufklappen. X. Klappt das schon auf. Wir haben ja hier ein bisschen Gras an der Seite. Das können wir mal mähen. So, dann schalten wir mal das Mähwerk an. So, dann senken wir es. Dann müssen wir Gerät wechseln und hier mit B unten den anmachen, damit er aufnimmt. So, mähen tut er und schauen wir mal, ob er aufnimmt. Ja, er nimmt auf. So, und wir sehen, der nimmt gleichzeitig auf und man kann gleichzeitig mähen. Also, schon eine krasse Teil, ne? Den kann man aufnehmen. Das kann man natürlich dann auch bei den Kühen wieder abladen und so weiter. Funktioniert ja einwandfrei. So, Gerätwechsel hochheben. Gerätwechsel B. Funktioniert. Mehr wollte ich nicht wissen. Na, ein kleines Gefährt. Die Geschwindigkeit ist halt auch dementsprechend, ne? Ups. Haben wir das Mähwerk jetzt nicht abgeschalten? Doch. Ah, jetzt ist es aus. Naja, jetzt ist es eindeutig abgeschalten, ne? Also der Oberlenker fehlt mir hier eindeutig. Ich denke mal, Grubern brauchen wir jetzt eh nicht, oder? Wir gehen mal sehen. Der Gruber funktioniert sicher, aber Anhänger können wir mal. Wahrscheinlich funktioniert auch sicher die Sämaschine, bin mir auch ganz sicher. Oder wir können ja, ne, wir können ja einfach mal das Gras drüber grubern hier an der Seite. Die Anhängung ist halt auch genial, ne? Ist halt alles ein wenig filigran gebaut, aber ja. Die hat sogar eine Rundumleuchte hier vorne dran. Funktioniert auch. So, dann tun wir mal den Kultivator senken mit V.
Und wir sehen, wir können hier schön grubern. Das dreht sich schön mit. Funktioniert. Dann lassen wir den dann hier stehen. Vielleicht hat mal jemand Freude damit. Wir fahren noch mal die Seemaschine anschauen. Unser letztes Teil. Wie gesagt, das ist so ein ganzes Back. Ich finde das genial. Vielleicht noch ein bisschen überarbeiten. Kleinigkeiten. Wieder Anhängepunkt. Andere Seite. Andere Seite. Nix da. Nix da, du David. Oder? Nee. Ist das hier der Anhängepunkt? Ja. Doch, anscheinend. Wo hängt er das jetzt an? Da bin ich jetzt gespannt. Hat der jetzt das in der Luft angehängt? Okay. Gut, also wie gesagt, ein bisschen nacharbeiten müsste man noch. So, die müssen wir jetzt befüllen. Ich weiß aber nicht, ob ich nie gekobertes Feld habe ich jetzt keins. Na doch, wir können es einfach eigentlich kaufen. Ne? Fahren wir mal hier. Oh, ein cooles Gefährt, ein kleines, schönes, cooles Gefährt. Das Lenkrad ist auch genial. Kommt hier jemand? Nein. Aber bis wir drüber sind, kommt hier jemand. Aber so ist es auch nicht schlecht, der Multiloader hier. Bringt auch ein bisschen Spaß mit rein. Mit kleine Fahrzeuge zu fahren. So, mal befüllen und mal schauen, was hier wird. Speeder senken. So, drück mir R, ja. So, dann schauen wir mal mit O, was wir überhaupt alles sehen können. Okay, nur die Standardsachen. Ich dachte, vielleicht kann man auch Mais sehen oder so. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Du bist voll, aber. Oder geht da noch mehr rein? Okay. Ah ja, klar, ja, zeigt mir ja. Nee. Gesamtstatus an, kann das sein, oder? Tut ja da nicht wechseln unten die Anzeige, anscheinend nicht, ne? Gesamtstatus. Schade. Fahren wir mal auf ein Feld. Hier ist wahrscheinlich nicht ganz gegrubert, ne? Nee. Das heißt, wir fahren auf die Feld, kaufen uns das und dann testen wir mal, ob der wirklich auch ansieht. Das ist die nächste Frage. Ich denke mal schon, weil bis jetzt hat ja alles einmal frei funktioniert. Aber wir haben sogar eine Anhängerkupplung dabei. Können wir auch mal so einen großen Anhänger anhängen? So. Kaufen wir das. So, und dann einfach mal V. Okay, die dreht sich schon. Und hier sein gefahren, oder? Ach so, und das sieht schon einfach runterlassen und das sieht. Schade, dass es keinen Helfer gibt, ne? Ihr seht, das funktioniert, das wird auch weniger. Schönes Gefährt. Dann schauen wir mal in den Shop. Wartet nochmal. Doch, nee, passt schon. Okay, hier durch. Der sitzt noch immer drin, obwohl ich ausgestiegen bin, auch gut. Schau in den Shop, hier ist er, alles in Grau gehalten. Da sind Multikarten, hier die einzelnen Gerätschaften dazu. Oder diverses. Findet ihr alles. Ja, keine Beschreibung, hier keine Bilder, keine Betriebskosten. Und den Preis, über den reden wir gar nicht, 2 Euro hier. Gut. Ja, dann schauen wir mal, was die Lok sagt. Er müsste ein paar Error schreiben, genau die UVS Auto of Range, die sind aber nicht so schlimm, sonst hat er keine Fehler, also kann man grob sagen, er hat keine Fehler, weil diese UVS, die sind ja gar nicht zu bedenken, dass die hier Fehler sind. Sind nicht so schlimm, also die treten nur einmal auf und stören den Spielspaß überhaupt nicht. Gut, dann weitere Mod-Vorstellungen findet ihr auf meinem Kanal, schaut einfach mal vorbei, lasst ein Like oder Abo da. Ja, lasst ein Like für den Mod da. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung. Also, ciao Leute, bis dann. Viel Spaß mit dem Mod.